Junge, Junge, was ein Start. Was ein Start. Rossmann hat aktuell eine super starke Pokémon-Aktion. Erstens sind sie stark reduziert, zweitens sind sie nochmal stark reduziert und drittens ihre legendären Zweierblister sind wieder am Start. Heute werden wir alle Rossmann-Filialen in meiner Stadt abklappern. Ich nehme euch mit. Ob wir da etwas Glück haben werden, seht ihr jetzt. So, Freunde, auf dem Weg nach Wiesbaden treffen wir bereits schon den ersten Rossmann. Er ist zwar außerhalb von Wiesbaden, aber ich dachte mir, den werden wir einfach mal mitnehmen und drückt mir einfach mal die Daumen, was wir da jetzt um 8 Uhr finden werden. Oh nein. Das wollten wir haben. Alles weg. Die ist zwar noch ganz nett, aber die muss jetzt nicht unbedingt sein. Entschuldigung, bekommen Sie Pokémon Booster heute oder morgen? Ich bin am Auspacken, aber Okay. Das kann ich in Reinheit sagen. Okay, würde es Sinn machen, wenn ich später nochmal vorbeischauen würde? Ja, wenn es gegen Mittag. Gegen Mittag, okay, ja. Super, danke schön, mache ich. Ja, Freunde, war jetzt nicht so der beste Start. Zwar hatten wir beim ersten Rossmann jetzt gar kein Glück gehabt, aber damit ich jetzt nicht den Fokus verliere für die nächsten Rossmänner, wenn man das so nennen kann, keine Ahnung, half mir heute Holy Energy. Aber was ist Holy Energy? Holy Energy ist ein pulverbasierter Energy-Drink-Anbieter, der keinen Bullshit enthält und das ist für mich so verdammt wichtig, Freunde. Kein Zucker, kein Taurin, keine künstlichen Aromen. Das war der Grund, warum ich halt nie normale Energy Drinks getrunken habe, weil ich diesen ganzen Chemiemüll einfach nicht in meinem Körper haben wollte. Aber Holy hat das Ganze nicht. Sie kamen auf mich zu, ich habe es getestet, ich finde es lecker. Das hat einen guten Geschmack. Sie haben generell viele fruchtige Geschmacksrichtungen. Das ist für mich nochmal ein Pluspunkt. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Und kalorientechnisch, wenn das für euch auch wichtig ist, 4 Kalorien. Dafür, für eine Portion, eigentlich ist da sogar noch ein bisschen mehr drin, ne? 4 Kalorien ist gar nichts, Zubereitung leicht und das Pulver, das hält sich ja ewig, weil ihr braucht wirklich nicht viel Pulver, damit ihr ein Getränk habt, was wirklich gut schmeckt. Holy Energy habe ich getestet mit dem Probierpaket, oberster Link in der Videobeschreibung, nutzt gerne meinen Code, aber hört mir noch ganz kurz zu, da habt ihr den Ice Tea bzw. die Energy Sorten. Ich persönlich fand die Energy Sorten am besten oder die fand ich generell ein bisschen besser und meine Lieblingsgeschmäcker waren einmal Citrus Cobra und Raspberry Raptor, die haben mich wirklich abgeholt und wenn ihr euch das holen wollt, lasst mich auf alle Fälle wissen, wie ihr so ein Produkt findet, weil das ist auch für mich wichtig, wenn ich euch halt sowas in die Kamera halte. Dann nochmal vielen lieben Dank an Holy für die Unterstützung und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Rossmann. So, Freunde, der erste Rossmann hier in Wiesbaden und ich habe mich hier kurz und knackig gehalten, da war rein gar nichts gewesen, hat sich gar nicht mal gelohnt, da groß was aufzunehmen, da war nichts, aber das ist nur halb so schlimm, weil die nächsten Filialen sind ja schon direkt vor der Nase, Freunde, daher, wir sind guter Dinge. So, Freunde, der nächste Rossmann ist vor unseren Augen und hoffentlich haben wir jetzt diesmal mehr Glück. Also das ist nicht das, was wir gesucht haben, Freunde. Nun gut, der nächste ist ja auch gleich jetzt um die Ecke und wer weiß, vielleicht haben wir da etwas mehr Glück. Auf geht's, Rossmann Nummer 3. So, das sieht doch schon mal gut aus. Große Auswahl, aber auch leider hier rein gar nichts. Aber Freunde, doch, wir haben Glück. Wir haben was da. BTB und ein paar von denen hier. 5 Stück, dann nehmen wir mal ein paar mit, Freunde. Verlorener Ursprung, silberne Sturmwinde aus Sonne und Mond, man kennt es. Ich denke mal, so 3 Stück nehmen wir mal mit. Ich denke mal, Freunde, 6 deutsche Booster für 25 Euro ist ein guter Deal. Beziehungsweise für 22,90 Euro. Das geht schon fett. So, Freunde, in die Richtung sind wir eben gelaufen und jetzt geht's da lang Richtung Bahnhof. Aber ihr seht hier richtig, wir haben hier ein Galeria Kaufhof mit bis zu 60%. Da schauen wir auch nochmal rein, ob sich da vielleicht noch was mitnehmen lässt oder nicht. Einfach Playmobil, 50% Rabatt. Mädchen, die machen das mit Pokémon in Deutschland. Einfach brutal. Kann man machen, oder? Okay, für Pokémon-Produkte bin ich eindeutig zu spät, Freunde. Das war alles voll mit Pokémon-Kappe. Aber jetzt ist alles weg. Unglaublich. Habe ich auch noch nie gesehen. Alles muss raus. Freunde, ich habe mich getäuscht. Hier ist noch eine Ecke.
Da scheint noch was los zu sein und vielleicht haben wir noch Glück. Auf alle Fälle, Fortnite ist am Start. Aber das suchen wir heute nicht. Keine Ahnung, sind die was? Schreibt es in die Kommentare. Star Wars auch dabei. Noch mehr Fortnite, Lego Ninjago. Aber nicht das, was wir suchen. Das sieht ziemlich nice aus. Also das hätte ich ja damals als Kind hardcore abgefeiert. Eine Glitzerkarte, Booster und noch diese Mappe. Mega geil. Ich bin ja jetzt im Lego-Game nicht so drin, aber ich denke sowas, Lego Mario, Lego Disney, wenn man das mit einem dicken Rabatt mitnimmt, ich glaube, das ist schon nicht schlecht, aber keine Ahnung, Freunde. Da bin ich gar nicht drin, aber auch interessant, Lego, immer teuer, das auch reduziert, kann man machen bestimmt. Eben jetzt erst gesehen, Freunde, den nehmen wir doch mit, oder? Guten Müller, da haben wir immer eine faire Chance. So, Freunde, es wird gerade geschaut. Ich glaube, das scheint aber alles zu sein. Es sind alles coole Produkte, so ist nicht, aber alles zum UVP bekomme ich überall. GTB, Pokémon Go, 60 Euro. Ist okay, aber muss jetzt nicht sein. Aber mal schauen, ob noch mehr da ist. Wie bitte? Das ist alles. Alles? Nichts mehr da? Nein. Ach, schade. Wir sind so schnell weg, ja. Trotzdem Dankeschön. So, Freunde, bis jetzt lief es ja nicht so prickelnd, aber der nächste Rossmann ist am Bahnhof. Und am Bahnhof haben wir einen Smith-Toy. Da haben wir immer eine gute Chance, auch aktuelle Produkte zu bekommen. Die Zenit der Könige haben wir jetzt in Purpur. Und ich setze nicht alles darauf, aber meine Hoffnungen sind schon groß, weil so langsam wird es schon ein bisschen knapp. Hier ist nun der Smiths, Freunde. Da ist der Hauptbahnhof. Da gehen wir jetzt rein. Da hinten rein. Und nein, Freunde, das hier ist keine Sackgasse. Das hier ist der... Okay, ich habe mich getäuscht. Da ist doch eine Sackgasse. Da müssen wir rein. Hier ist der Rossmann Express. Und vielleicht haben wir jetzt hier mehr Glück. Expressmäßig holen wir die Booster raus. Okay, so Freunde. So schnell geht's. Da soll nichts sein. Ich muss zum anderen Rossmann, der da vorne ist. Und tatsächlich gleich hier am Anfang. Aber sie haben auch nur die Mimikma Box, die Tins. Leider nicht die Blister. Sie haben hier alles Mögliche, auch gut bestückt, aber keine Blister. Das, was wir suchen. Okay, Freunde, Smith sieht sehr vielversprechend aus. Geben wir dem mal eine Chance. Okay, aktuelle Sachen sind hier, finde ich stark. Aber halt alles zu UVP. Bekomme ich überall, Freunde. Aber das hier, gebt euch. Was ein Klopper. Würdet ihr den mitnehmen oder nicht? So, Freunde, hier oben sind wir jetzt. Das haben wir alles abgecheckt, war okay. Und hier unten rechts müssen wir jetzt hin, beziehungsweise hier unten links. Und dann haben wir sie alle durch. Alle in Wiesbaden. So, Freunde, der vorletzte Rossmann. Hier gefällt es mir tatsächlich am besten, ein bisschen ruhiger. Und hier soll auch noch was vorhanden sein, laut dem Internet. So, Freunde, unsere letzte Chance. Ein Rossmann, etwas abgelegen, aber noch immer in Wiesbaden. Und bitte, bitte, hier muss ich noch was verstecken. So, Freunde, wir sind jetzt wieder da, wo es angefangen hat. Der erste Rossmann, bei dem es hieß... Würde es Sinn machen, wenn ich später nochmal vorbeischauen würde? Ja, wenn geh schon Mittag. Ich soll nochmal mittags vorbeischauen. Und... ja, jetzt schauen wir mal, ob die Dame recht hat, ob sie noch was bekommen haben. Ich hoffe es sehr. Und leider nichts. Null. Genauso wie vorhin, vor 3 Stunden. So, Freunde, wir haben sie hier, die 2er-Blister. 3 Stück haben wir. Es sind gute Sets, Freunde. Verlorener Ursprung, stark. Und einmal silberne Sturmwinde, man kennt das aus Sonne und Mond. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, die sind hier alle so komisch beschädigt. Seht ihr das hier oben? Das haben wir vor allem bei dem. Da sieht man das sehr, sehr, sehr stark. Da könnte man gerade meinen, da hat jemand die Booster ausgetauscht. Aber wenn man das hier aufmacht, dann kommt man da so gar nicht dran. Also hier kommt man ein bisschen rein. Aber dann geht das hier schon kaputt, der Verschluss. Beziehungsweise haben wir auch hier so einen Verschluss. Und dann kommt man hier nur sehr, sehr schwer rein. Also ohne das hier kaputt zu machen, ist das, glaube ich, gar nicht möglich, die zu repacken.
Weswegen wir hier hoffentlich eine faire Chance haben und nicht komplett bruch gehen werden. Gut, gehen wir rein in den ersten Blister und ihr seht, das geht hier. Das ist wirklich bombenfest. Ich bekomme das nicht richtig auf. Und das finde ich gut, dass Rossmann die so sichert. Wir nehmen einfach mal das erste Booster raus. Verlorener Ursprung, Freunde. Gutes Set. Ich sehe auch jetzt hier keine Beschädigung. Das habe ich dann schon ein paar Mal gelesen, dass die Dinger gerne mal angeblich repackt werden. Aber ob das so stimmt, das glaube ich jetzt tatsächlich eher weniger. 1, 2, 3 nach vorne. Feuerenergie, Blitzenergie. Und ich wäre sehr froh, wenn wir heute mindestens eine seltene Karte mitnehmen. Also Full Art Rainbow, alternativ The Dreams, egal, irgendwas und bitte kein kompletter Bruchporygon. Ich war heute, glaube ich, vier Stunden ungefähr unterwegs für diese Booster, also für jedes Booster fast eine Stunde. Ja, deswegen, oh, okay, haben wir hier irgendwas? Ja, wir haben eine Trainer-Galerie-Karte. Oh mein Gott, wir haben im ersten Pack Distma, keine Ahnung, wer das ist. Aber ey, oh mein Gott, ich sehe gerade Audioausschlag komplett durch. Junge, Junge, was ein Start, was ein Start. Formeo und Distma Full Art Trainer nehme ich mit und ein Formeo Trainer Galerie. Unglaublich stark, unglaublich stark. Okay, Freunde, jetzt bin ich gehypt, aber ihr seht, das ist schwer da ranzukommen. Bei dem hier bin ich mir ein bisschen unsicher. Ihr seht, wie stark es beschädigt ist. Das kommt hier einmal weg und ich schaue mir das Booster mal genauer an. Aber Freunde, wenn ihr das euch holt, das sieht legit aus, dann holt euch die Rossmann-App auf alle Fälle, weil auf dieser App bekommt ihr, okay, ein weißer Code, heißt, wir können noch Minimum eine Galeriekarte holen. Die fühlen sich so komisch an, gerade die Karten. Wasserenergie, Stahlenergie. Holt euch noch die Rossmann-App, die hatten 15% plus in der App ist manchmal nochmal 10% on top. Das heißt, dann war das schon ein starker Rabatt und dann nehmen wir hier noch irgendwas mit. Komm, Galeriekarte. Die letzte Karte ist ein Amogus. Und weiter geht's, verlorener Ursprung. Aber ja, es waren nur 5 Stück da gewesen in dem einen Rossmann, Freunde. Und ich wollte das jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht alle kaufen. Ich wollte jetzt nicht alle kaufen, die der eine Rossmann da hat. Verlorener Ursprung, Giratina. Sehr, sehr spicy, das Artwork. Deswegen ich dann halt einfach jetzt nur 3 Stück oder bis zu 3, ja maximal 3 mitgenommen habe. Und einmal hier der Code. Der Code ist aber andersrum. Finde ich auch besser wegen Spoilerschutz. Wasserenergie, Kampfenergie. Und wir gehen rein mit einem Rizeros. Ich weiß nicht, ob ich diese Sets nochmal auf Deutsch aufmachen werde aktiv. Vielleicht, wenn man die nochmal sieht im Rossmann. Aber die waren ja überall weg. Die waren überall weg. Ich konnte das nicht früher machen, weil bei mir in der App der Gutschein erst ab 1.6. funktioniert. Und deswegen musste ich da leider etwas warten. Und, Calamanero, ja, ist ein schönes Artwork. Tomakazu, der macht doch jetzt aktuell sehr viele Illustration Rare Karten. Den merkt man auf alle Fälle gleich. Und das kommt weg. Nächste silberne Sturmwinde Booster auch hier. Aber ich denke, das ist dann einfach so kaputt oder so beschädigt, weil das so reingelegt wurde. Wir gehen hier rein. Einmal die Codekarte für euch. 1, 2, 3. Also ich weiß nicht, was das ist. Wasserenergie. Wasserenergie. Die Karten von Silberne Sturmwinde, die fühlen sich gerade alle so komisch an. Wie Plastikkarten. Nicht wie Papierkarten, wie Plastikkarten. Aber das bin ich, wir sind ja gleich durch. Wenn wir gleich was ziehen, lasst mich auf alle Fälle auch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr, oh, der sieht auch sehr fresh aus, wie ihr den Vlog so fandet, mal ein etwas anderes Video, aber ich dachte mir, das bietet sich doch gut an, so eine kleine Mission, die wir dann hier haben und vielleicht werden wir noch was Dickes mitnehmen. Oh mein Gott, wir haben wieder eine Galeriekarte. Shardrago, das sieht so gut aus einfach. Und halt auf Deutsch, ist natürlich sehr, sehr geil. Und haben wir noch irgendwas? Arcani, der sieht aber trotzdem sehr stark aus bis jetzt. Von beiden Sets einen dicken Hit mitgenommen. 3 Hits aus 4 Packs ist nicht schlecht. Das ist wirklich so. Letzter 2er Blister vom Rossmann. Und ich hoffe, dass Rossmann sowas wieder reinbringt. Das gibt es ja immer wieder mit den aktuellsten Sets. Und habe ich auch öfter schon gesehen. Da waren das aber normale Preise für 9,99. Und da habe ich es halt nicht mitgenommen. Wir fangen mal mit verlorener Ursprung an. Aber mit dem dicken Rabatt ist das schon eine sehr, sehr coole Sache. So, auf geht's. Letzte Booster verlorener Ursprung. Einmal der Code für euch.
Eins, zwei, drei, nach vorne. Pflanzenenergie, Feuerenergie, Freunde. Und wir gehen rein mit der Schadenspumpe. Auch nochmal vielen lieben Dank an Holy für die Unterstützung. Klickt auf alle Fälle den Link gleich nach dem Video an. Schaut auf alle Fälle mal rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und wir beenden es jetzt gleich mit dem vorletzten Booster. Komm, Snack Mac, Pipi, Roselia. Ah, ich dachte eben, wir haben irgendwas Dickes. Und nur ein Volltenso, non-holographisch. Aber silberne Sturmbinde, letzter Booster für das heutige Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um den Content zu supporten. Und eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Werdet ihr euch auch die Booster holen. Und wenn ihr das macht, eure Meinung gerne zu silberne Sturmbinde, ob das auch, ob die Karten sich auch bei euch so nach Plastik anfühlen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht eventuell neuer Print. Aber ja, ist egal. Danach kommen gleich Videos. Schaut die auch gerne an. Und wir beenden jetzt dieses Video. Bitte, bitte. Galeriekarte wäre top. Eine V-Karte wäre top. Keine Non-Holo-Karte. Komm, Flunschlink. Okay, wir werden gespoilert. Wir haben keine Galeriekarte, aber ein wunderschönes Pikachu Reverse Foil. Wäre mir sogar schon fast lieber als eine V-Karte. Und es ist einmal Frostdietje non-holographisch.